einiges ist neu eingezogen, hauptsächlich über eBay und Amazon. Heute war mir doch endlich nach langer Zeit doch noch eingetroffen, ist Mr. Creature von Chris Priestley. Ist eine neue Definition von Frankenstein, soweit ich das mitgekriegt habe, mit den Hauptcharakteren eines großen, grumpigen Mannes und eines jüngeren Diebes. Die tun sich irgendwie zusammen und da entsteht irgendwie nochmal so eine Geschichte über Frankenstein. Ist auf Englisch und hat eine furchtbar potthässliche Schriftart. Es ist nämlich alles in Fett geschrieben. Das finde ich nicht so toll. Das ist, glaube ich, auch auf Dauer anstrengend. Ja. Beautifully written, a gothic metafiction. Times. This exciting, affecting and bloody story is clever tribute to an enduring classic. Financial Times. Wie viele Times es gibt, okay. Mr. Creature is a most impressive achievement. Guardian. A brilliant counterpoint to Frankenstein. Completely written. Chris Riddle. Ja, ich finde das Cover übrigens mega gruselig. Es sieht aus, als würde es dazu einen Film geben. Zu Mr. Creature. Ich wollte eigentlich auch ein anderes Cover haben, aber na gut. Wo es jetzt eh schon so lange gedauert hat, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, mir das nochmal zu holen. Und das ist, ich glaube, es gibt es sogar nur auf Englisch. Kostet 6,99 Pfund. Pfund. Es ist irre, wie wenig, wie gefühlt wenig die Bücher in Pfund kosten. Obwohl das eigentlich Schwachsinn ist, ne? Es gibt ja diesen Buchbindungspreis. Ich weiß nicht, ob der auch übergreifend ist, aber ich glaube, dass die nicht so viel schachern damit, auch nicht im Ausland. Frisch aus dem Kasten geholt gerade. Ich habe nämlich gerade ein bisschen draußen in der Sonne gelesen. Und zwar das hier. Und ja, dann kam die Post. Wie das so ist, wenn man gerade draußen ist. Und zwar Feldenkreisübung für den Tag von Frank Weidmann. Ist etwas, was ich in der Ausbildung ganz gern gebraucht habe, um so Bewegungsübungen mit Atmung zu koppeln. Das ist echt gut. Es unterstützt durch Zeichnung. Ich kenne es im Prinzip schon, ne? Ich habe es noch nicht selber gehabt. Ich habe mir das jetzt nochmal billig gekauft. Und ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Buch sehr mögen werde. Und ich werde es, glaube ich, auch nicht auf To-Read setzen. In Goodreads, weil ich habe es ja im Prinzip schon mal durchgestöbert. Und Quidditch im Wandel der Zeiten. Damit wäre dann so meine persönliche Harry Potter-Sammlung vollständig. Ich habe die Märchen von Beedle dem Barden. Ich habe das andere, wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf. Fantastische Tiere, wo sie zu finden sind. Und jetzt habe ich auch Quidditch im Wandel der Zeiten, was ich noch lesen werde. Und alles andere habe ich entweder auf DVD oder auf Kassette oder CD. Ja, die alten Sachen habe ich auch noch auf Kassette da. Aber jetzt bin ich ganz froh. Jetzt kann ich damit, glaube ich, auch so ein bisschen mehr abschließen. Ich werde mir aber auf jeden Fall auch den neuen Teil, was ja eigentlich ein Theaterstück ist, vorbestellen als Buch, wenn dann die Zeit dran ist. Also jetzt möchte ich das noch nicht vorbestellen, das ist noch ewig hin, gefühlt. Aber dann möchte ich es mir auf jeden Fall gleich kaufen, weil ich da sehr darauf gespannt bin, wie sie so in so einem anderen, in einer anderen Konstellation umsetzt, weil ich glaube, es wird nicht in Fließtext sein, es wird wirklich in dialogischen Sachen geschrieben sein und das finde ich sehr interessant. Mal schauen, ob sich das so bewahrheitet oder nicht. Das hier kommt da mal raus, wenn man auf eBay ein bisschen stöbert und sich denkt, ach, man könnte doch noch mal gucken, aber aus könnte wird meistens gebrochenes Handgelenk. Teilweise echt schwer. Nur diese 100er Briefmarken. Ich habe letztens für das Versenden eines Päckchens 4 Euro Porto gezahlt. Will mich ja nicht beschweren, aber hätte ich nicht gedacht, dass so ein kleines Päckchen wie das, was ich gerade von Amazon da gesehen habe, dass das 4 Euro Porto kostet. Ah. Ich habe in diesem Rausch von eBay, das hat er ja geschickt so geklebt,
gedacht, ja, kaufst du doch mal ein bisschen auf Halde was von Terry Pratchett. Weil den kannst du immer lesen. Eigentlich wirklich immer. Erzählungen von verschiedenen Autoren, wo auch Terry Pratchett mit drin ist. Gefährliche Possen. Ein Sammelband. Wirklich abenteuerlich verpackt. In einer Rewe-Tüte. Der Herr geht also bei Rewe einkaufen. Auch schön. Ja, mal was Kurzes für zwischendurch. Und ich liebe ja diese Cover, ne? Also diese Zeichnung und diese Detailliertheit und dieser beschissene Sonneneinfall. Und ja, diese detaillierten Zeichnungen, die man hier vielleicht erkennen kann. Was ist nur wieder los heute? Heute klappt gar nichts. Gar nichts. Da. Da. Diese detaillierte Zeichnung, die liebe ich sehr. So. Hat der Meiler für Porto bezahlt. Ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, dass man das tatsächlich als Büchersendung deklarieren kann. Also dick und dreckig. Ein gutes Omen, der völlig andere Hexenroman. Terry Pratchett und Neil Gaiman. Beides Autoren, die ich sehr gerne habe. Schön, ist auch wieder schönes Cover. Ah, der Antichrist ist geboren und der finstere Engel Crowley soll ihn erziehen, damit er die Apokalypse heraufbeschwöre. Da stelle sich heraus, dass das Kind bei der Geburt vertauscht wurde. Engel, Dämonen und Hexen versuchen, den wahren Antichristen aufzuspüren. Und während der Weltuntergang näher rückt, begreift Crowley, dass die Erde eigentlich doch gar keine so üble Gegend ist im Universum. Ja, dann merkt man schon, dass die Zweige zusammengearbeitet haben. Oh, das ist so steif. Also das ist echt rund gelesen, was nicht schlimm ist. Manchmal bin ich erstaunt, auch über meine selber, über mein Grundlesen, aber was ich ein bisschen eklig finde, ist diese angeschmatzte Ecke da unten. Ich gar nicht wissen, was das ist. Also dann haben wir noch dieses von Amazon, das Päckchen von Amazon. Ich bin nicht mehr ganz so frisch im Kopf heute. So. Erfolgreich geöffnet. Und zwar könnten da mehrere Dinge drin sein, aber auch Bücher unter anderem. Ich habe nämlich endlich mir mal ein teures Buch, aber ein Vollpreistitelbuch gegönnt. Und zwar Chroniken des Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft. Das ist in zwei Bänden zusammengefasst, die sich hinten hier so ergänzen auf dem Buchrücken. Und ich fand außen echt gut, aus dem Fester Verlag. Und da sind halt allerhand Geschichten von ihm drin. Ich habe zwar schon auch ein, zwei, aber sonst lohnt sich das für mich wirklich. Da ist drin, im Band 1, Vorwort, Dagon, Naralitotep, Stadt ohne Namen, die Musik des Erich Zann, das Fest, der Ruf des Cthulhu, die Farbe aus dem All, was es auch als Film gibt. Geschichte des Necronomicons. Der Fall Charles Dexter Ward. Das ist ein Aufkleber drüber, das kann man nicht gut lesen. Das Grauen von Dunwich. Der Flüsterer im Dunklen. Ja. Auch die Rückseite. Hammer gestaltet. Schöner Cthulhu vorne drauf. Und vorne natürlich die Fischwesen, die ja damit viel zu tun haben, und der hat 14 € gekostet und der zweite kostet genauso viel und ich bin immer ein bisschen geizig, aber den habe ich mir jetzt einfach mal gekauft, weil ich das möchte. Gucken wir mal, wie winzig die Schrift ist. Oh. zum Horror den passenden klipschigen Umschlag. Obwohl man ja nicht Umschlag sagt, ne? Jedenfalls ist es wieder dieses eklige amerikanische Material. Nö, geht von der Schreibgröße. Finde ich angenehm. Kann man machen. Ist zwar ein bisschen, liegt zwar ein bisschen groß in der Hand, ne? Ja, irgendwie Festerbücher riechen immer
Dann habe ich mir, um über 20 Euro zu kommen, noch mitbestellt Romeo und Julia auf Deutsch. Und dann ist ist hinten dran nochmal die englische Version. Und zwar aus dem Hamburger Leseheftverlag, den ich sehr gern habe. Der ist neben dem Reklamverlag, glaube ich, für klassische Sachen mein Lieblingsverlag. Das ist übrigens das 242. Leseheft. Also Shakespeare scheint nicht, doch nicht so wichtig zu sein. Ja. Und wenn man über 20 Euro kommt bei Amazon, dann kann man sich ein gratis Plusprodukt aussuchen. Die sind als Plusprodukte gekennzeichnet. Und da hatte ich auch was auf der Wunschliste und deswegen dachte ich mir, die 20 Euro kannst du jetzt mit so einem 3-Euro-Heftchen auch noch voll machen. Dann kriegst du wenigstens noch etwas gratis, auch wenn das Schwachsinnsüberlegungen sind. Aber es sind Story Cubes, neuer Satz, und zwar Tiere. Und ja, die gibt es als Plusprodukt gerade. Bienenstöcke, Pfoten, Tiger. Das werde ich mir demnächst dann noch genauer anschauen. Aber gut, dass das alles in einem Paket kam. Amazon neigt ja dazu, tatsächlich Pakete irgendwie aufzustückeln. Und dann haben wir jetzt noch die Libri Leo Box von diesem Monat. Ich habe ja versemmelt, die Abmeldefrist richtig einzuhalten, aber ich mache jetzt kein extra Video mehr drüber. Hat sich jetzt, glaube ich, verflogen, diese, Hype war es ja nicht, aber diese Vorfreude drauf. Auf jeden Fall kriege ich die jetzt noch zweimal. Es geht so um Mut. Anscheinend. Vielleicht ändere ich das Alter nochmal für die nächsten Boxen oder so. So. Was drin? Nee. Alle. Ich schaffe es einfach nicht mehr, diesen pädagogisch wertvollen Sticker so abzureißen, dass nicht das ganze Papier dabei flöten geht. Das könnte mir gefallen. Sieht aus wie das letzte. Sebastian hat es geprüft. Kinderschrift auf dem Prüfumschlag. Ich habe eine Freundin, die ist Krankenschwester aus dem Pixie Verlag. Ein weiteres Pixie-Buch für meine kleine Pixie-Sammlung. Oh. Gott, aber die ganzen Geräte sind schon ein bisschen gruselig. Da drin. Ja, schon mal ganz gut. So, ich guck kurz, was in der geprüft von Sebastian Karte diesmal drin steht. Gibt's wieder einen Sticker? Ja. Man wird nicht enttäuscht bei Libri Leo. Selbstbewusstsein ist das Monatsthema. Da würde ich nicht reinspringen. Ja, die typische Libri-Leo-Karte, wie immer. Von denen ich schon so viele habe, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Boah, das ist halt ein bisschen staubig. Aber das ist aus dem gleichen Verlag wie letztes Mal, Magellan. Da, wo auch Niklas Hund macht Mu herkommt. Und jetzt haben wir der Löwe in dir. Ah, da. Ihr müsst es natürlich auch sehen können. Oh, ich hoffe, nächsten Monat haben wir auch nochmal von denen ein Buch. Sieht schon mal ganz gut aus. Oh. Also man kann richtig mitgehen. Ich suche gerade ein schönes Beispielbild. Und die sind alle hübsch. Wie soll man sich bei sowas immer entscheiden? Ja, das ist wieder dieser relativ plane, gestrichelte Zeichenstil. Große Augen, recht kindlich gestaltet. Eigentlich echt hübsch. Und lustig. Also das erkennt man schon in den Bildern, dass es wieder lustig werden wird. Juhu, das schmeiße ich diesmal weg. Das Papier. Ich habe schon genug davon.
Ja, das waren meine Neuzugänge. Ich hoffe, das reicht für diesen Monat, aber ich glaube, ich kriege noch Päckchen von eBay oder so. Ja, ich weiß. Aber wenn es einem dann noch mal so ein Tag ist, wo man so denkt, oh, ich würde jetzt gerne in ein Buch flüchten, aber man kann sich nicht genug konzentrieren, um eins zu lesen, dann gehe ich halt drüber, welche zu kaufen. Dazu muss ich mich nicht konzentrieren. Aber bei eBay hat man ja das Glück, dass das meiste relativ billig ist, wenn man gut aufpasst. Ich habe ein paar schöne Schnäppchen gemacht. Gut. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich sagte ja, da kommen noch ein paar. Hier ist der Monstromologe von Rick Yancey. Es soll ein sehr düsteres Buch sein, aber trotzdem sehr gut. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es gelesen hat. Ich habe ein Gesicht vor Augen, aber den Namen nicht mehr. Er studiert Monster und macht notfalls auch Jagd auf sie. Und ich finde ja diesen Klappeinband, der ist innen unheimlich gut gestaltet. Das entspricht schon mal total meinem Stil. Dann habe ich noch so ein Paket bekommen. Ich weiß nicht, was da für ein Buch drin sein soll. Ich glaube, es ist hoffentlich ein bisschen zu groß. Ja, definitiv zu groß. Das ist die Größe des Buches. Und zwar wollte ich das eigentlich ursprünglich als Hörspiel. Aber das gab es gerade ganz billig. Love Letters to the Dead. Ich stelle es mir so ähnlich vor wie das, was ich gerade eben erst von Janina Ebert gelesen habe, die Geisterzeilen. Es beginnt mit einem Brief. Laurel soll für ihren Englischunterricht in einer verstorbenen Persönlichkeit schreiben. Sie wird Kurt Cobain. Und dann geht es so weiter und so weiter. Denn die Toten verstehen Laurel besser als die Lebenden. Laurel erzählt ihnen von der neuen Schule, ihren neuen Freunden und Sky, ihrer großen Liebe. Doch erst als sie die Wahrheit über sich und ihre Schwester May offenbart, findet sie einen Weg zurück ins Leben. Klingt, finde ich, interessant. Könnte durchaus was haben. Oh, das ist das gleiche Cover nochmal. Und es ist lila, dann kann es ja nicht verkehrt sein. Schauen wir mal, ob der Vorgänger was drin hinterlassen hat. Finde ich immer sehr interessant. Ich habe letztens noch in einem gebrauchten Buch eine Karte von einem Museumsbesuch gefunden. Sieht aus wie neu, finde ich. Ein bisschen abgestoßen oben und unten, wurde vielleicht einmal gelesen. Ja, und das sind jetzt meine beiden neuen Schätze, die heute gekommen sind am Freitag. Ich hätte nicht gedacht, dass das so fett ist. Das Dunkelbuch von G.W. Dahlquist. Der Autor von Die Glasbücher und der Traumfässer. Ich wollte mal so ein bisschen was Steampunkiges. Ich dachte, oder so ein bisschen was düster Steampunkiges. Ich dachte, das passt eventuell in diese Richtung. Und die Gestaltung, ne, ist der Hammer. Wer Romane mag, in denen es wagemutige Frauen, finstere Unholde und schillernde Helden gibt, liegt hier richtig. Anmaßend und atemlos. Pulp Fiction des 19. Jahrhunderts. Hier triumphiert blanker Nervenkitzel über Realismus. Und es ist wirklich fett. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber die Körpergestaltung gefällt mir sehr gut. Gut, also dass sie den Bart abrasieren, der sieht ja schrecklich aus. 604 Seiten und Minzi-Minzi-Minzi-Minzi-Minzi-Minzi-Minzi-Minzi-Schrift. Boah, sieht echt cool aus. Ich habe auch Bock drauf. Ich kann es auch gleich lesen. Ich habe schon wieder kein Buch angefangen heute. Keine Zeit, zu viel zur Musik zu hören. Zu viele neue CDs. Muss aber auch mal sein. Aber das ist doch echt hübsch, oder? Oder? Sag mir, dass es hübsch ist. Da die Fritzbox gerade kaputt ist und ich kein Internet habe, nutze ich mal die Zeit, um in dieses eh schon viel zu lange Neuzugänge. Anfangsvideo-Teil noch mehr Neuzugänge reinzuquetschen. Kam gerade zwei per Post, auf die ich schneller gewartet habe. Und zwar zwei von Terry Pratchett. Und zwar der Zauberhut und
das Licht der Fantasie. Beides dreht sich ums Zaubern tatsächlich. Ein gutes Doppelpack. Das hier ist wesentlich besser erhalten und wesentlich dünner als das. Fühlt sich auch irgendwie griffiger an. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es wieder ganz, ganz typisch Terry Pratchett Scheibenwelt. Hier ist Conan der Barbar ist darauf, der Rinzewind ist drauf, die Truhe ist drauf. Und hier ist es so ähnlich. Ich habe vergessen, wie die Dame heißt, aber ich kenne sie auch. Irgend so eine, die bei irgendeinem Überfall, glaube ich, gerettet wurde. Ja, und ich erwarte mir natürlich was Komisches, was Gesellschaftskritisches. Und vor allen Dingen was Schönes. Und ich bin froh, dass ich jetzt diese beiden Bücher mein eigen nennen darf. Es sind definitiv ein paar Perlen dabei. Manches echt, echt hochwertig diesmal. Das erste Buch, was ich diesen Monat durchgesuchtet habe, ist Geisterzeilen von Janina Ebert. Kommt aus der Jugendbuchrichtung mit Fantasy-Mystery-Elementen. Dazu könnt ihr mehr erfahren im Spoilerama, was hier nach online kommen wird. So viel zu gesagt, es ist, finde ich, ein echter Geheimtipp. Jedenfalls hat es ziemlich wenig Reviews auf diversen Seiten. Und wer Jugendliteratur und Fantasy mag, der sollte da definitiv mal reinschauen, weil ich finde, es ist ein sehr authentisches Buch. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich werde immer ein zärtliches Gefühl für dieses Buch hegen, weil es auch so vom Schreibstil trägt es einen so sanft durch die Geschichte durch. Durch die ganze Spannung, durch alles. Und man kommt am Ende heil wieder raus. Und das ist das Schöne an diesem Buch. Das, es geht um wahrscheinlich das Mädchen vorne drauf. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie das ist. Sie ist im Verlauf des Buches ist sie erst 16 und dann wird sie später, begleiten wir sie, wenn sie 22 Jahre alt ist. Sie ist, ja, ein ganz normales Mädchen soweit. Nur eins unterscheidet sich. Und zwar, sie wird eines Nachts erpackt und muss schreiben, 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 schreiben und merkt dann halt irgendwann, dass dieser Drang nicht ganz normal ist und dass sie eigentlich eine Gabe hat und mit quasi toten Schriftstellern zusammenarbeitet. Und das sollte euch jetzt schon genug euer Interesse geweckt haben. Aus dem Boxset von Ye Gaiman, wo ich ja schon die eine Geschichte um den Vater mit der Milch gelesen habe, habe ich jetzt noch Coraline gelesen. Ich habe vorher den Film geschaut, ist schon eine Weile her. Der kam mir sehr, sehr, sehr durcheinander vor. Und ich finde, das Buch ist nicht ganz so durcheinander, auch wenn es sehr abgefahren ist an einigen Stellen, wie man das von Ye Gaiman so kennt. Jedenfalls zieht Coraline dieses alte neue Haus. Und entdeckt dort eine Tür. Eine Tür, die sie quasi in eine Art Paralleluniversum führt. Und dort muss sie allerhand Gefahren trotzen. Und es geht darum, einfach mutig zu sein. Und auch wenn man Angst hat, das Richtige zu tun. Und gerade das Interessante an dieser Ausgabe hier ist das Vorwort. Da erzählt er nochmal, wie er drauf gekommen ist, wie das entstanden ist, diese Geschichte, wie dieses Haus entstanden ist. Und die Zeichnungen. Die Zeichnungen sind echt, echt super schön. Strichzeichnungen, schwarz-weiß. Sind sehr, sehr hübsch. Es ist durchaus ein Buch, womit man sagen kann, damit könnte man durchaus, ja, wenn man schon ein paar englische Bücher gelesen hat, könnte man das durchaus weitermachen. Und das Cover ist auch echt mega hübsch. Also diese Box lohnt sich wirklich. Es überlichtet wieder. Auf zu überlichten. So, jetzt überlichtet es nicht mehr. Es ist ein richtig, richtig schönes Cover. Ja, und diesen Stein mit dem Loch, den gibt es ja tatsächlich auch. Da musste ich an die Spiderwick Chronicles denken. Da gibt es den ja auch. Also der scheint irgendwie schon so seine historische Bewandtnis zu haben. Oder zumindest seine Beliebtheit. Ja, gerade habe ich noch zwei ganz besondere Sachen. Und zwar habe ich ein gutes Buch ausgelesen von E.T.H. Hoffmann. Und mir ist gar nicht bewusst gewesen, wie sehr mir eigentlich sein Schreibstil bekannt ist. Ja, er schreibt ja, im Grunde schreibt er Märchen, sehr fantastische Erzählungen. In diesem Fall ist es Klein Zachas, genannt Zinnober, mit einer
Ja, mit einer Moral, die ich nicht unbedingt vertreten würde. Denke ich. Wenn, also die Moral zumindest, die ich für mich da rausgehört habe. Ansonsten wie immer eine schöne, schöne Geschichte. Sehr melodisch, sehr fantasievoll erzählt, sehr reich erzählt. Ich kann verstehen, warum man Ethan Hoffmann nicht mag. Weil ich glaube, man kann sehr schnell den Faden verlieren, wenn man dafür nicht so ein Gefühl hat, worum es jetzt geht, was jetzt los ist, was diese Worte heißen im Hochdeutschen. Ja, und ich habe die Reklam-Ausgabe. Ich mag Reklam-Heftchen ganz gern. Und es hat 150 Seiten. Davon sind 115 Geschichte. Danach ist Anhang, der auch recht interessant ist. Man kann ihn durchaus mal ein bisschen querlesen. Habe ich übrigens in München gekauft und in dem Text letztes Jahr. Es war auf jeden Fall auch warm, also nehme ich an, es war letztes Jahr. Ja, ein typischer E.T.A. Hoffmann hat ganz, ganz, ganz meinen Geschmack getroffen, bis auf die Moral am Ende, die ich nicht so vertreten möchte. Dann habe ich noch ein sehr, sehr schönes Kunstwerk heute angekommen, gleich durchgelesen. Und zwar, ich muss mal kurz die Kamera tschupp, verdunkeln. Der Knochenmann, das Vöglein und die Nymphe. Geschrieben von Asp Spreng. Und ja, gezeichnet von Fabia Zobel, einer Dame. Und Asp ist ja meine Lieblingsband und der Alexander ist davon der Frontsänger und der hat das geschrieben und echt die Zeichnungen, ne, von dieser Frau. Die sind der Wahnsinn. Die sind gleichzeitig düster und haben doch sehr intensive Farben. Also man sieht es ja schon am Cover. Das Cover ist schon extrem schön und innen geht es genauso weiter. Aber da ich weiß, dass Asp das nicht so mag, wenn man Dinge nicht einfach genießt, sondern sie öffentlich ausschlachtet in Form von Fotos oder Aufnahmen oder sonstigen, belasse ich es dabei, euch das Cover zu zeigen. Und ich habe wirklich drin gesteckt, ne, in dieser Erzählung. Es sind nur ein paar Seiten, aber diese paar Seiten sind unheimlich schön. Wenn man dazu im Hintergrund noch ein schönes Instrumentalstück laufen lässt, dann ist das die perfekte Bilderbuch-Textgeschichte, die man sich eigentlich vorstellen kann. Das ist ein wirklich extrem schönes Werk. Also wenn ich so zeichnen könnte, ne, würde ich das den ganzen Tag tun. Ich hoffe, die Fabia Zobel tut das auch. Ja, mal schauen, ob ich diesen Monat noch etwas zu lesen in die Hand kriege. Ich habe gerade an das mechanische Herz gedacht oder so ähnlich heißt das. Das trage ich auch schon ein paar Tage in der Tasche rum, aber irgendwie ist gerade nicht so ein Lesefieber. Und da kommt mir so ein Bilderbuch auch gerade ganz, eigentlich ganz recht. Na, schauen wir mal. In der Mangelung des Internets und damit deswegen natürlich ein bisschen langweilig ist, weil das so mein Hauptbereich ist, wo ich meine Hobbys drum ausübe. Habe ich jetzt doch noch am Wochenende in 2 Tagen dieses Buch ausgelesen. Die Mechanik des Herzens von Matthias, ne? Matthias? Ist das ein G oder ein Z? Malieu? Ich glaube, man spricht es ähnlich mit. Jedenfalls geht es um Jack, der Herr vorne drauf und um die Dame Akazia. Ich habe sie immer in Gedanken anders genannt. Ich habe sie wieder mal umbenannt, typisch ich. Und jedenfalls trägt Jack eine Uhr im Herzen oder vor dem Herzen aus diversen Gründen, die am Anfang des Buches erläutert werden. Und damit versucht er nun die Liebeswelt zu bestreiten. Wovor ich hier warnen möchte, ist, wenn ihr zwar gerne Liebesgeschichten lest, aber ein Happy End erwartet, werdet ihr das. Wird es in diesem Fall nicht so eindeutig sein. Also es ist nicht dieses schöne High-Detail-Leben in diesem Buch, es ist wirklich ein bisschen düster, ein sehr wenig steampunkig, finde ich. Also es fällt nur durch das Herz ein bisschen auf. Es ist ein Buch, wo man am Ende wirklich ein bisschen gedrückt ist, wenn man es durch hat. Ne? Man merkt so, man fährt so auf diese, was ja tagtäglich vorkommt, ne? Also ganz normale Liebesschiene. Man fährt so drauf zu und denkt sich so, ja, das kenne ich. Zumindest wenn man schon mal ein paar mehr Beziehungen hatte. Es geht so ein bisschen um ja, Kindheitsträume, ums Erwachsenwerden, um Eifersucht, um
Theatralik, es ist sehr theatralisch an einigen Stellen. Aber es wirkt trotzdem in dem Setting, in dem es geschieht, immer realistisch. Und es hat ein mega, mega schönes Cover, möchte man mal dazu sagen. Es ist wirklich sehr dünn. Also man kann es wirklich in 2 Tagen schaffen. Und ich werde auf jeden Fall auch das andere von ihm lesen, die Metamorphose am Rand des Himmels. Und ich frage mich wirklich, ob da... ob das ähnlich ist. Ne? Es ist sehr, sehr realistisch, es ist kein High-Detail-Ende, es ist aber auch nicht unbedingt das schlimmste Ende der Welt. Das ist nicht Theatralik pur. Es ist sehr... wie man das im realen Leben auch erwarten würde, teilweise. Ne? Aber der Schreibstil, auf den bin ich noch gar nicht eingefangen, der hat mich anfangs so begeistert, weil der gleichzeitig so ein bisschen ins Abstruse, ins Überstiegene, ins Wahnhafte geht in einigen Teilen. Und gleichzeitig ist er wirklich mega schön ausgefeilt. Das bemerkt man besonders in den Gedichten. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was rausgesucht. Die Gedichte werden nur anfangs ziemlich stark eingestreut. Später kommt es immer mal wieder auch so zeilenhaft so ein bisschen vor. Aber das ist wirklich seine Stärke, finde ich. Oh du, kleines Flammenmeer, schon jetzt begehr ich dich so sehr. Ich will dein Kleid vom Leib dir reißen, mich ganz und gar darin verbeißen und zum Konfetti es zerfetzen, im bunten Regen mich ergötzen. Also es hat so sehr was Bildhaftes, sehr, sehr farbenreich. Einerseits geht es so in die wahnhafte Schiene, ne? Das ist so sehr übertrieben. Aber es hat auch so eine gewisse Schönheit in der Formulierung. Und das hat mir anfangs sehr gut gefallen und das gefällt mir auch immer noch sehr gut. Nur schade, dass das nicht so im Laufe der Geschichte nicht öfter reingepasst hat. Hat es wirklich leider, wirklich vom Setting her einfach leider nicht. Und ich glaube auch, dass er das auch so erkannt hat und das so umgesetzt hat. Jedenfalls ist das ein sehr schönes Buch. Ich möchte euch das ans Herz legen. Aber seid gewappnet. Es ist nicht nur High Detail. Ihr müsst dafür auch ein bisschen euch drauf einlassen können, auf die Härte und die Realität des Lebens. Begonnen, aber noch nicht beendet, habe ich noch dieses Sammelwerk von Geschichten von H.P. Lovecraft, Chroniken des Cthulhu-Mythos. Da ist vor der Geschichte immer so ein bisschen was Historisches erklärt, was ich bisher ganz gut finde, aber ich bin auch noch nicht so weit. Also ich habe hier die ersten 60 Seiten gelesen und das war es erstmal. Was ich heute noch angefangen habe, ich habe 2 Seiten von Das Haus, also The House of Leaves gelesen. Und das werde ich vielleicht gleich weiterlesen, weil mein Internet mal wieder ein bisschen rumexperimentiert. Diesmal waren es 2 Hörbücher und danach habe ich auch nichts mehr Neues angefangen, erstmal. Endlich habe ich auch mal wieder ein Hörbuch für euch. Und zwar ist es, glaube ich, eine ungekürzte Lesung. Gesamtlaufzeit 13 Stunden 35 Minuten. Es kam mir unheimlich viel länger vor. Und es ist ein Buchladen zum Verlieben von Katharina Biewald. Gelesen von Eva Gostiatschewitz. Also sie hat einen ganz schlimmen Namen zum Aussprechen für den Deutschen. Innen sieht es folgendermaßen aus. Das sind 2 CDs, auf denen ist wirklich viel enthalten pro CD. Und hier vorne ist dann beschrieben, wie die Kapitel heißen, in denen wir uns auf der CD befinden. Und es ist ein Hörspiel, beziehungsweise auch ein Buch. Es gibt es auch als Buch, obwohl ich das wahrscheinlich nicht lesen würde, sondern hören lieber, doch, denke ich. Es ist ein Buch über das Landleben. Es hat ein paar schöne Klischees. Es ist ein Buch über Bücherliebe und es ist ein Buch über irre Einfälle. Und das gefällt mir einfach so sehr daran. Es ist sehr schön gelesen, sehr schön ruhig und es ist genau nach meinem literarisch ruhigen Geschmack. Einige sagten, ich weiß ja nicht, wie es eine Originalsprache ist, ich weiß auch gar nicht, Katharina Biewald, woher die kommt. Keine Ahnung. Jedenfalls haben einige Reviews gesagt, die Sprache wäre irgendwie platt und einfach und vollkommen blöd und das Buch wäre viel zu lang und zu langatmig. Und da habe ich mich an der Stelle gefragt, ob die Leute die Ruhe verlieren, sich sowas wirklich Ruhiges, Schönes, Geführtes anzuhören oder durchzulesen. Weil nur weil es ein ruhiges Tempo hat, ist es ja nicht grundsätzlich schlecht.
Also, es ist, ich habe diesem Hörbuch ein sehr gut gegeben. Es ist für mich wirklich sehr gut. Es passt in meine Lebenswelt, in mein Thema und es hat mein Herz berührt. Was brauche ich mehr? Ich muss es doch nicht kaputt kritteln, oder? Muss ich mir kleine Detailchen raussuchen, die das schlecht machen würden? Nein. Ich habe Lust, jetzt wieder Dingen auch auf Goodreads zum Beispiel 5 Sterne zu geben, die ich wirklich gut fand. Und ich fand es wirklich gut. Egal, ob es einfach geschrieben ist oder nicht. Das stört doch nicht. Es ist eine schlüssige Geschichte, sie ist schön, sie hat zwar ein paar Klischees, aber die sind sehr lustig aufgemacht. Und ich finde nicht, dass die Charaktere platt sind, wie bei einigen angeführt. Ich finde, die Charaktere sind schön ausgearbeitet und haben halt einige starke Merkmale, die sie ein bisschen klischeehaft erscheinen lassen. Aber wer braucht denn keine Grace, die im Diner arbeitet und ein kleines Gewehr unter der Theke hat? Also ich glaube, das ist doch sehr angemessen und passt sehr gut in dieses kleine Dorf in Broken Wheel in Iowa. Und dann habe ich diesen Monat noch Der Ozean am Ende der Straße von Neil Gaiman als Hörbuch gehört. Es kommt einem sehr, sehr kurz vor. Es kommt einem nach einer sehr, sehr kurzen Geschichte vor. Es hat wieder ein bisschen was Fantastisches. Es hat zwei Zeitstränge, einmal in der Vergangenheit spielend und einmal in der Gegenwart. Dabei ist der Vergangenheitsstrang stärker vertreten. Die Erzählerstimme, die mochte ich nicht so gerne, die war sehr, sehr dunkel. Von Hannes Janicke? Also J-A-E-N-I-C-K-E. Ja, es sind 4 CDs, man hat ordentlich Spielzeit, 266 Minuten, aber dabei kommt es einem nicht wie so eine große Geschichte vor, tatsächlich. Auch wenn ich 4 CDs hintereinander eingelegt habe, habe ich mir gedacht, ja, okay, könnte auch eine Kurzgeschichte sein, so vom Inhalt. So also irgendwie hat mir das so mittelmäßig gut gefallen, tatsächlich. Kann man mal machen, muss man nicht. Das war jetzt auch das letzte für diesen Monat. Ich bin jetzt schon eigentlich ein bisschen im Verzug. Eigentlich hätte ich wohl schon vor 2 Tagen rendern und hochladen müssen, aber zu faul. Tatsächlich. Ja, erzählt mir mal, was ihr so für Hörbuchempfehlungen habt. Das steht relativ wenig auf meiner Liste. Auf meiner Wunschliste, ich glaube 3 oder 4. Und auf meiner Bücherliste, Wunschliste stehen irgendwie 200. Also, wenn ihr was empfehlen wollt, dann Hörbücher auf jeden Fall. Gut, das war's. Tüdelü.